Scheißding ist das. Seit 4 Tagen geht das schon so. Ich habe bei der Firma angerufen, aber kein Aas kommt. Was wollen Sie? Ja, was da drin ist, Mann. Da haben Sie Pech gehabt. Die klemmt. Was klemmt? Die Kasse. Geht nicht mehr auf. Ich habe da angerufen bei der Firma. Aber da kommt auch keine Sau. Das gibt's da ja nicht. Automatik, das ist Automatik. Man muss nur auf den Knopf drücken und schon passiert gar nichts mehr. Das wäre ja gelacht. Hier, halten Sie mal. Muss da aufgehen, die Scheißkiste. Komm zur Seite. Scheiße, ihr Ding. Naja, Scheißding. Scheißding. Wie funktioniert das? Du musst den Hahn zurückziehen mit dem Daumen. Spannen. Ja? Ja. Das geht nicht. Gibt's ja ja nicht, Mensch. Kommt's ja mal her. Das Ding war gestern erst in der Werkstatt. Extra in der Werkstatt. Tatsächlich. Nee, da musst du einen Augenblick warten. Ich kann ja nicht 2 Sachen zur gleichen Zeit machen. Was macht der denn da? Arbeitet, die Kasse klemmt. Und was ist das? Klemmt auch, gehört ihm. Aber er macht erst die Kasse und dann lässt er. Er wird gleich was ganz anderes machen. Das gibt's doch nicht. Ist überall derselbe Mist. Ich mache Ihnen das gleich, aber erst mal die Kasse. Eilt ja nicht. Möchte jemand Kaffee? Ja, ich auch. Mach mal Kaffee. Mit Milch? Schwarz. Ich mit Zucker. Nicht mit Gewalt. Funktioniert nicht. Was funktioniert nicht? Das rote Licht bleibt aus. Also, die ist ja selber repariert, nachdem von der Firma wieder keine Sau gekommen war. Lassen Sie mal, lassen Sie mich. Ich bin der Onkel Mickey Maus. Und nichts ist drin, verdammt nochmal. So, jetzt können wir auch den Kaffee einmal mit Zucker, einmal schwarz, einmal für mich auch. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Das Revier macht gleich Mittag. Na ja, dann lass uns. Wir haben es nämlich schon... Oh, meine Uhr ist stehen geblieben. Jetzt muss ich mal schauen. Dann trinke ich einen Kaffee. Mein lieber Mann. Sagen Sie bloß, Kurt Knuse kennen Sie nicht? Da drüben, Kurt Knuse. Ehrlich nicht? Na, das muss ich sofort ändern. Wo Sie so viel Gemeinsames haben, Sie werden sich glänzen. Verstehen. Kurt, Kurt, guck doch mal, das ist mein lieber Freund Gernot Hönslein. Angenehm. Ihr gleicht euch wie ein Ei dem anderen. Was zu trinken? Tolle Frau. Ich wollte gerade fragen, erst Sie. Nein, nach Ihnen. Ich wollte fragen, was Sie beruflich machen. Momentan Verkaufsleiter. Nein! Doch! Entzückend.
Na, sowas ist das ein Zufall, aber wirklich. Kennen Sie unsere Gastgeberin schon lange? Runde 12 Jahre. Genau wie ich. Ihre Ehe soll ja eine tote Hose sein. Aber wie? Was zum Knabber? Die Wampe, leider. Ja, da will ich mal darüber gucken. Bis später. Blöder Hund. Und so eine Pfeife ist Verkaufsleiter. Morgen, Herr Pfarrer. Nervös? Bin ich auch, ziemlich. Habe den ganzen Morgen schon Schluck auf. Oh ja, aber dafür gibt es gar keinen Grund. Dies ist zwar ein sehr feierlicher Augenblick, aber zugleich doch auch ein sehr frohes und fröhliches Ereignis. Jo, das dachte ich mir eigentlich auch. Ich bitte um Vergebung, wenn ich ein wenig durch die Nase spreche, aber... Oje, ach. Wir auch alle. Nicht, Papa? Wir sind auch alle erkältet. Bei Mutti ist es auf die Brust geschlagen. Da muss ja in der Nachbarschaft irgend so ein Virus rumschwirren. Ja, nein, bei mir nicht. Das ist mehr Heuschnupfen allergischer Natur. Da muss irgendetwas blühen in diesen Tagen. Pollen vielleicht. Pollen, ja. Oder irgendwelche Blumen, wer weiß. Bei Titti sind es die Pollen. Die hat das auch. Ah ja. Wer bitte? Titti. Titti, sage ich. Wir alle. Die ganze Familie sagt Titti, weil Letizia ist ja eigentlich kein Name heutzutage. Letizia? Ja, meine zukünftige. Die Braut. Ich hätte beinahe schon eine Frau gesagt. Das ist sie erst heute Abend oder nach der Trauung. Genauer gesagt. Ja, nicht sofort nach der Trauung, hoffentlich. Nein, das geht ja schon seit einer Woche so. Was? Mit den Pollen. Oh ja, natürlich. Ja, dann wollen wir mal. Wenn Sie bitte jetzt Ihren Platz einnehmen würden. Meine lieben Freunde, wir haben uns heute wieder einmal zusammengefunden, hier in dieser altehrwürdigen Gemeinde, um zwei junge Menschenkinder als Mann und Weib durch das Band der heiligen Ehe zu vereinen. Nach dem Willen unserer Kirche aber ist die Ehe ein erhabener Stand, in den wir nicht treten sollten, unvorbereitet. Und stets eingedenk dessen, was Gott in seinem unerforschlichen Ratschluss mit uns in der Ehe vorhat. Jeder ist aber unter uns irgendeinen Mann oder irgendeine Frau, welche einen Grund wüssten, warum diese Trauung nicht vollzogen werden sollte, so mögen sie ihn augenblicks und öffentlich bekannt geben, oder aber für immer darüber schweigen. Hans Friedrich Wilhelm Klopfer, willst du diese Frau an deine Seite nehmen, als dein rechtlich angetrautes Weib? Willst du sie lieben, ehren und zu ihr stehen? Steh in guten wie in schlechten Tagen, solange du lebst. Ich will es. Letizia Monika Kostowski. Willst du diesen Mann zu deinem angetrauten Gemahl?
Willst du ihn lieben, ehren und zu ihm stehen? In guten wie in Wer aber gibt diese Frau aus seiner Obhut, auf dass sie eins werde mit diesem Manne? Lasse uns sprechen. Ich, Hans-Friedrich Wilhelm Klöpfer. Hans-Friedrich Wilhelm Klöpfer? Nehme dich, Lala Mimika Kosmonotowski. Nehme dich, Letizia Monika Kotzlowzik. Zum angetrauten Weibe. Zu meinem angetrauten Weibe. Ich kann nicht mehr. Wir müssen aufhören. In 4 Wochen weiter. Aber dann wären wir ja gar nicht korrekt verheiratet. In 4 Wochen. Aber das geht nicht, Herr Pfarrer. Sie wissen doch wegen... Hinterher. Also gut. Nottrauung. Titti, Hans, Mann und Frau. Okay. Hüpfi! Halbblut. Halbblut! Als er klein war, war das Erste, was er hörte, ein verächtliches Wort. Halbblut! Die Kinder auf der Straße warfen Steine und sie jagten ihn fort. Weg da! Sie lachten ihn alle aus und ließen ihn stehen. Was soll einem Halbblut wie ihm die Sonne scheinen? Halbblut, auch du liebst das Leben. Halbblut, auch du hast dein Herz. Halbblut, auch dir soll im Leben noch einmal die Sonne scheinen. Und dann musst du nicht mehr weinen. Als er groß war, hatten alle, die er fragte, ein verächtliches Nein. Halbblut, sie wollte mit dem Jungen, mit dem Halbblut wohl nicht zusammen sein. Weg da! Die Augen, die taten ihm weh vom vielen Weinen. Und fühlt er sich einmal zu Haus, dann musste er gehen. Halbblut, auch du liebst das Leben. Halbblut, auch du hast dein Herz. Halbblut, auch dir soll im Leben noch einmal die Sonne scheinen. Und dann musst du nicht mehr weinen. Halbblut, auch du liebst das Leben. Halbblut, auch du hast dein Herz. Halbblut, auch dir soll im Leben noch einmal die Sonne scheinen. Und dann musst du nicht mehr fahren. Liebling, sag Friedrich bitte, dass das Gästezimmer für ihn bereit ist. Ich kümmere mich noch um die Katze, räume mir ein bisschen auf und dann gehe ich so langsam ins Bett. Gute Nacht. Ich mache mir noch einen Kakao. Aber erst lasse ich mal die Katze raus und dann muss ich so langsam ins Bett. Oh. Sag mal, habt ihr noch irgendwo ein Bier rumliehen? Küche. Hol dir eins aus dem Eisschrank. Elisabeth, Liebste. Frederik, mein Geliebter. Oh, nein, nicht hier. Nicht hier, das kann ich nicht. Wenn mein Mann nur ein Zimmer weiter sitzt. Elisabeth.
schon langsam heiß. Wer wird schon langsam heiß? Eine Frau. Hat die Milch aufgesetzt für einen Kakao. Ob du auch einen willst? Nee. Scheiße, guck dir diesen Mist an, verfluchter Mann. Da kann man sicher, wer weiß, was dran aufreißen. Sag mal, hast du mal irgendwo eine Zange rumliegen? Küche, unterm Spülbecken. Und keinen Kakao für mich. Elisa, ich kann nicht länger warten. Du kleine Teufelin hast in mir Begierden geweckt, die seit Jahren geschlummert haben. Und jetzt begehre ich dich mit allen Fasern meines Seins. Dann sei es drin, Frederik. Stürzen wir uns in den Abgrund der Leidenschaft. Aber nicht hier. Du weißt, wo mein Schlafzimmer ist. Oh ja, Geliebte, ich weiß es. Und ich werde kommen wie ein wildes, unbezähmbares Tier. Wie eine Bestie. Das verspreche ich dir. Die habe ich endlich aufgerissen. Wen? Wen hast du aufgerissen? Hey, die sollten gleich eine Kneifzange dazulegen, verstehst du, wenn ihre Verschlüsse nicht funktionieren. Ist doch Murks, sowas, Mensch, das ist alles Murks. Also gute Nacht, ne? Ich gehe dann schon mal nach oben. Und denk dran, was du mir versprochen hast. Was hast du ihr versprochen? Dass ich nicht wieder so einen Krach mache, wenn ich nachher losfahre. Hallo? Hier ist Sibylle. Ich möchte sofort meinen Mann sprechen. Hier, deine bessere Hälfte. Bescheid, sonst habe ich total verschwitzt. Ich habe nämlich für meine Schwiegermutter das Fahrrad repariert, weißt du? Ja, Schnucki, ich soll dir ganz liebe Lass Grüße... Lass das, ich weiß, was los ist. Du hast ein Verhältnis mit der Frau deines Freundes. Tut mir leid, aber kann ja mal vorkommen. Und es geht schon seit Monaten mit euch. Ja, und funktioniert auch ganz prima, du Ungeheuer. Sie ist sehr zufrieden mit mir. Aber glaube ja nicht, dass ich mir so etwas gefallen lasse. Würde ich auch nicht. Aber sie meinte, das ist sie überhaupt nicht anstrengend. Nachmittags mal so ein Viertelstündchen. Mehr will sie ja nicht. Dann verlasse ich dich. Okay, Schnucki. Hat ihr nämlich der Arzt verordnet, verstehst du? Etwas Bewegung. Und jetzt will sie plötzlich regelmäßig. Rad fahren. Moment, Mensch, ich habe auch was vergessen. Wo willst du denn hin? Ich hole nur etwas aus dem Auto. Dich. Ich liebe dich. Damit du besser schlafen kannst. Ein Liebesgruß. Von meiner Schwiegermutter. Mein Lohn für harte Arbeit. Ein Liebesgruß für harte Arbeit. Du, damit du besser schlafen kannst. Was du weißt genau, was ich meine. Was ist denn los mit mir? Ich war doch eben da. Das ist doch auch keine Zeit an diesem Tag. Junge, schreib dran. Das ging doch alles durcheinander. Du warst doch aus. Junge, das ist doch ein Fernseher, Mensch. Aus.
an. Ich weiß aus. Nicht. An. Komisch. Sehr komisch. Ich glaube, ich gehe jetzt besser ins Bett. Macht's gut. Und wie gut wir es waren. An manchen Tagen hat er richtig Blei im Arsch. Da kommt er überhaupt. Er war schon so müde, als ich kam. Du kleine Pikamitze. Hab ich euch endlich doch noch erwischt? Ihr Saubback! Lawrenson und Hansen, die beiden Innenverteidiger vom FC Liverpool, dann Souness. Rechts bietet sich Sam Dian, aber der Pass kommt auch scheiß Spiel! Die kriegen und kriegen die Beine rein. Da, rechts steht einer frei! Der will das nicht, das Böfferling. Wer will was nicht? Draußen sitzt ja nur ein Arsch. Und der will nicht fressen. Er sagt, es sei verkocht und kalt. Und schmecken tut's nach gar nichts. Das ist ein Bœuf Bourguignon. Er sagt, er kennt Bœuf Bourguignon. War der denn schon mal bei uns? Er sagt, er kennt es von woanders her. Interessant! Hat keinen Bock, die Pfeife, wa? Die Engländer deuten in dieser Anfangsphase die hier 6-7 Minuten an. Toll! Alter Herren! So! Dann wollen wir unseren Gast mal klar machen, was es heißt, bei so einem Spiel ins Restaurant zu kommen. War da nicht noch Rosenkohl von gestern? Rosenkohl von gestern? Hm? Der müsste. Moment. Rollt. Hat ihn schon. Nur einmal kurz blanchieren, damit er seinen Biss behält. Jetzt noch etwas gekörnte Brühe. Chef, Sie verwöhnen ihn. Das gibt's doch gar nicht. Das ist unglaublich. Rechtzeitig heraus. Ja, die Chance für Graziani war den links aus. So. Damit er nicht sagen kann, es schmeckt nach nichts. Das kann er nun wirklich nicht mehr sagen. Was hat er sonst noch bemeckert? Das Fleisch. Er sagt, es sei zatterig und schlecht. Oh, wie ich sie liebe. Diese Gäste mit Niveau. Ist der jemand anders? Die Katze guckt wieder mal in die Röhre. Die geht da sowieso nicht dran. Ja, so auch wieder recht. Sag mal, waren da nicht noch Krebs vom Sonntag, Alfons? Krebs vom Sonntag? Guck dir das an! Guck dir das an! Mann, oh Mann! Das war knapp. Und jetzt noch was zum Verfeinern. Das ist gut für die Knochen. Kalk, streng biologisch. Ein blauer Brummer in meiner Küche, so ein Schwein! Alarm, Alfons! Dass der mir nicht auf den Boden fällt. Volltreffer, Chef! Du kannst ja nichts sagen, da wäre nichts Knackiges drin. Mit reichen Proteinen. Sag ihm, das ist ein indischer Ratsherrentopf à la Bangkok. Jawohl, Chef. Nur liegt Bangkok nicht meistens in Thailand? Das ist ja das Besondere, du Affe. Jawohl, Chef. Alfons! Bitte, Chef. Wo liegt der Daumen des gepflegten Kellners? Entschuldigung, Chef, dass ich das immer wieder vergesse. Für unsere Gäste nur das Beste. Du machst schon, du Flasche! Flanke! Scheiß
Kasse, der ist hinüber. Jawohl, Chef. Ein einziger Löffel voll hat genügt. Was denn? Der auch? Der auch. Nimmt man sich unter solchen Umständen eigentlich das Trinkgeld selbst?